Hallo und herzlich willkommen zum letzten Kästchen des Random Key Adventskalenders. Heute ist Weihnachten, juhu. Beziehungsweise, Heiligabend. Wir hatten heute drinne ein Spiel, was hier keinen Titel hat. Ich glaube, es heißt Hexaball. Oder so. Es hat schon mal eine sehr schöne Musik. Und, da freut mich der Einstieg schon sehr. Was? Control-Maus? SD, Arrow, Space, Blasels. Okay. Dann spielen wir mal. Also es ist wieder ein... Oh, jetzt haben wir ein bisschen Musik. Haben wir auch die Möglichkeit... Nein, haben wir nicht. Oh, geil. Also, das ist ja schon mal sehr geil. Ich bin ein Ball. Da hat sich jemand sehr krassen Arsch aufgerissen. Hier ein Spiel zu machen. Also das ist ja so der Burner. Ich meine, wenn man das Tutorial ein bisschen gespielt hat, dann kann man sowas relativ einfach erstellen. Wenn man das... Also es gibt einfach ein einfaches Unity-Tutorial, womit man sowas ähnliches schon baut. Und da ist sowas... Ein Hauch von größer zu bauen eigentlich kein Problem. Es ist schon fast lächerlich, dass dieses Dreckspiel... Ich meine, ich habe es auf Steam gesehen für 5 Euro oder sowas. Das ist schon eine Frechheit. Besonders ist es eine Frechheit vom MMOGR, dass ich diesen Scheiß im 24. Kästchen hatte. Wo was steht von wegen Chance auf höherwertige Spiele, haha, Sülz. Das enttäuscht mich gerade sehr. Generell war der Adventskalender sehr enttäuschend. Er war aufschlussreich zu... mir zu zeigen, was für Spiele so es so gibt, was für ein Trash es so gibt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist fast alles nur Trash gewesen. Hier und da gab's mal was ganz Interessantes, aber so richtig gut war da irgendwie nichts. Jetzt muss ich hier jahrelang warten, bis das Ding da fertig ist. Ganz ehrlich, in Unity lernt man, wie man Dinge programmiert, dass die sich bewegen. Man lernt, wie die Kamera funktioniert. Man lernt ein bisschen, wie so Dinge von A nach B fahren oder sich drehen oder whatever. Das ist so ein relativ einfaches Tutorial. Und da finde ich das hier, also... Ja, im Grunde, die ganze Kacke hier. Im Grunde, oh, jetzt fängt die Musik auch wieder von... Ja, moin. Ich habe die Scheiße nicht eingesammelt. Komm schon, ja, leck mich doch hart am Arsch. Hinterher sagt er mir am Ende, nee, sie kommt ja nicht weiter ohne die Dinger. Dann denke ich mir, nee, leg mich am Arsch ohne die Dinger. Da ist die Erde, die sich viel zu schnell dreht. Das ist ein Bild eines Weltraums. Schau die Google-Suche eben schnell. Weltraum. Wow. Alter, beweg dich doch nicht so viel. Oh, ich muss mich bewegen. Oh wow, man sieht sogar die Kanten der Welt, ey. Das ist ein großer Raum. Sieht man das da hinten? Diese Naht? So eine Sacknaht des Todes, Alter? Übel. So, nu? Jetzt bin ich wieder hier. Was soll das denn? Also muss ich die Dinger vielleicht doch einsammeln oder macht das irgendwie gar nichts? Ich sehe ja nirgendwo mal einen Counter oder sowas. Die Musik ist nur so arschlaut, dass ich nicht mal mehr meine eigene Stimme höre. Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist das geilste Spiel überhaupt, was ich jemals drin hatte. Der Programmierer gehört verprügelt, ey. Vom Feinsten. Sowas von. Sowas von. Ich verstehe nicht, wozu ich diese Dinge einsammeln muss. Ich verstehe nicht, was ich diesen ganzen Kackparcours hier fahren muss, damit ich da hinten durchkomme oder was? Ja, das werde ich jetzt gleich sehen. Oh oh.
Ich kann einen Hauch von springen. Je länger ich hier gedrückt halte, wow. Also er sich ehrlich ein Künstler den Arsch aufgerissen. Wahrscheinlich Standardtexturen und das sind einfache Farben. Das zum Laufen zu bringen ist nicht sonderlich schwer, würde ich behaupten. Dankeschön, ich bin schon wieder tot. Alter, würdet ihr mir mal bitte quer am Arsch lecken. Das ist ja so eine ranzige Ranzscheiße. Ich warte jetzt darauf, dass die Kacke hier wieder runterfährt und dann gehe ich da rüber. Fahr, Mann, fahr. Du bist ein dummes Stück Dreck, weißt du das? Alter, so was von... Gib Gas, Alter. Ja, dankeschön. Aha. Man muss hier mit Absicht warten, bis das... Ja, wiederkommt. Oder diese Partikel da, was soll das sein? Was soll das sein? Soll das irgendein Antrieb sein oder was? Das so aussehen lassen, als ob es in der Luft fliegt? Hätte man sich auch sparen können, die Scheiße. Ganz ehrlich. Mein Gott, fahr darüber! Dummes Stück Dreck, Alter. Hängt es einfach auf, ey! Ich will das Level hier einmal schaffen und dann gehe ich mich erschießen, keine Ahnung. Und den Entwickler, genau. Nee, er kann nichts dafür, er wollte es nur geldgeil. Der geldgeile Produzent, genau. Da ist er. Ja, ich meine, was soll denn das? Hier so Science-Fiction-mäßig und dann so einen komischen Steinboden, der mit Gras bewachsen ist. Was ist denn das? Meine Fresse, beweg dich doch nicht so viel, du dummes Stück Kacke! Er driftet total ab, wenn er darüber geht, ey. Anstatt das hier so Science-Fiction-mäßig, vielleicht mit so einem komischen Metallboden. Dieses mit dieser Struktur drüber, weißt du, was ich meine? Dieses Blech. Ne, wir nehmen Stein, weil das geiler aussieht. Oder was? Ja, hat man euch ins Gehirn gekackt, oder was? Nein, wir brauchen Stein. Sieht aus wie Stein, mit Gras bewachsen. Das ist doch der geilste Shit. Anstatt irgendwas Schöneres zu nehmen, was hier das Science-Fiction-Ding so ein bisschen mehr betont. Nein! Einfarbiges Zeug. Alter, jetzt beweg dich nicht so viel. Halt, stopp. Alter. Ja, fahr hoch, Junge. Alter. You need to find all coins. Ja, leck mich doch hart am Arsch. Jetzt gib mir die Kacke! Mann, was soll denn das? So. So, ich muss immer zurück. Ein bisschen zurückdrücken, damit ich nicht rüberfalle. Oh, er leuchtet. Wow. Ehrlich, ey, ich sag's euch. Wenn ich mich eine ganze Zeit oder ein bisschen mehr mit Unity befassen würde und mit Blender und allem, dann kann ich bestimmt was Besseres hinzaubern als sowas hier. Nicht unbedingt so ein Spiel, aber schon generell was Besseres. Würde ich jetzt mal grob behaupten. Wenn ich mich mit Freunden zusammensetzen würde, mich beraten tue mit denen, was wollen wir denn machen und so, ein bisschen brainstormen über alles, dann kann man hier bestimmt schon was Besseres hinzaubern als so ein Rotz hier. Davon gehe ich aus, dass man da was Anständiges auf die Beine stellen kann. Ah, nein! Oh,
Gott, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Die ganze Scheiße kotzt mich an. Ich mache jetzt hier aus. Wir sehen uns dann nicht mehr wieder, denn das war der letzte Key des Random Keys Adventskalenders. Ich bedanke mich im Großen und Ganzen fürs Zuschauen und würde sagen, ja, guckt euch meine anderen Videos an. Bis dann!